Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei Wozen Lords of Mayhem, wo es heute weitergeht, hier zurück bei den Expeditionskarten. Ja, welcome to the Purple Phoenix. Wo ich ganz gerne heute mal den sogenannten unbefleckten Köder zu benutzen. Wenn du mehrere Gebietsmodifikatoren akzeptierst, hast du die Möglichkeit, die Zorn des Sarisel-Herausforderung anzunehmen, sodass Unbefleckte dich während der Expedition herausfordern können. Du wirst am Ende der Expedition belohnt, anstatt Beutedrops zu erhalten. Das würde ich heute gerne mal machen. Ich habe es bis jetzt einmal geschafft und würde sagen, ich schaue mir da nochmal ein, zwei Herausforderungen an und bin gespannt, wie es ist. Es ist im Prinzip nur eine einzige Ebene, die es zu klären gilt. Ja, und ich schau mal, ob ich das schaffe. Was passiert, wie es aussieht. Ganz entspannt. Ja, und man braucht, ich glaube, 4 Modifikatoren. Minimum, oder Maximum, ich weiß nicht. So, was haben wir denn hier? Maximale Gesundheit. Gegner haben 25% maximale Gesundheit. Nimmst du den mit? Geht immer noch nicht. Also, im dritten. Gesamtfeld okkulte Widerstände, Champion schlingende Flammen Boss Modifikator, Spezialistengegner haben den Meteorschlag Boss Modifikator. Okay. Also richtig hier schön vollgepackt mit Sachen. Gesamt okkulten Widerstandes. So, ich nehme das hier mal. Das würde schon gehen jetzt, aber ich würde sagen, dann machen wir das doch mal hier mit dem letzten Modifikator. Champ-Gegner haben den Blutring, Ringen-Boss-Modifikator, nachlaufende Äther-Boss-Modifikator. Ich nehme das mal. Und natürlich den unbefleckten Köder. Alle gleichen. Achtung, betritt den Zorn des Sarisel. Dieser Spielmodus eignet sich am besten für eine Mehrspielerfahrung. Sobald du teilgenommen hast, kannst du die Herausforderung nicht mehr abbrechen. Bist du bereit? Ja, bin ich. Man sieht, es gibt 60% mehr Produktivität, 52% mehr Gegenstandsqualität und 120% nochmal mehr Magie von Bonus. Alle hopp, klingt cool. Machen wir das. Die Gaben von Ashtaroth. So. Hier haben wir noch einen Kartenmodifikator, den nehmen wir auch noch als Champ-Gegner haben, den Blutring, Regen-Boss-Modifikator. Nochmal mehr. Alle klärchen. Jetzt wird's richtig hart. Gut. Ich hoffe nicht, dass am Ende hier der Schutzschild-Schorsch auf mich wartet. Das wäre richtig kacke. Guck mal, Zeitgeist. Greetings, Fatewalker. Ja. O'Malleys Glücksgürtel. Auf alle Attribute. Ausweich, kritische Chance für Angriffe. So many points of vulnerability. Which one to choose? Oh, es geht schon los, hey. Ja, nein, doch, vielleicht. I hold what your fate needs. So, was haben wir denn hier? Was kostet denn der? 55.000. Aber da ist meine entspannte. We shared what had to be shared. Ich lass mal liegen. Und gehst mal gucken. Wie groß das Gebiet ist. Es ist recht eng. Was schauen wir mal. Nicht so schlaff ist. Jawohl. So, dann ist schon mal Platz.
conflicted wanderer, what do you live for? Loot. Ich lebe für Loot. Und Blut vergießen. So, irgendwie. Loot und Blut, das tut gut. So. Also ich komme jetzt hier wirklich random, ne? Da kannst du nicht sagen, hier alle paar Minuten, sondern echt completely random. Oh Gott. So, bei dem ist es so, dass man diesen Viechern hier ausweichen sollte. Schon den Boss killen, echt? Okay, aber ich würde sagen, da kommt noch einer. Tainted mortal, I challenge you. Ja, komm her, auf, trau dich. So, wo ist er? Da hinten mit einem mit so Klingen. Another stain on creation to be cleansed. So. You want a real fight? Ja, komm noch her. Echt zügig. So. Ich sage jetzt weiter direkt zum Boss. Wenn ein Boss kommt, ne, können die auch spawnen. Echt guten Loot, wenn man es packt. I need more power. Okay, ist die Sache, wo der Boss ist. Und was der Boss ist. Can't manage that one.
as was foreseen. The impure one stands before me. Doop, doop, doop. Submit to your destiny. Your fate is sealed. Okay, Boss, Boss, Boss. Umhauen, bevor noch einer kommt. Ja, war's das? Was haben wir hier? Wen haben wir? That can't be done. Kling, 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 kling. Was haben wir denn? Gesamtweltwiderstände. Ja, toll. Eine Waffe. Blutstern. Ring. Angriffverhalten 13% Schaden durch letzten Zauber. Die Art des Schadens ist die gleiche wie der Schaden des letzten Zaubers. Okay. Auf Angriff. Okkulter Schaden. Angriff erhalten Schaden durch den letzten Zauber. Die Art des Schadens ist gleich wie der Schaden des letzten Zaubers. Okay. Gut, weitere Details. Was gibt's denn hier? Erlittener Schaden. Bisschen mehr als eine halbe Million. Davon tatsächlich nur 120.000. Gesamtheilung 74.000. Stärkster Treffer 18.000. Verursachter Schaden 15 Millionen. Okay. Was kann man nochmal hier? Anzahl der eingesetzten Fähigkeiten 119, Zeit am Boden einmal, kein Tod. Wunderbar. Alles gleichen. Dann gibt es 200 Pünktchen, 5000 Gold und 35.000 Ränge oder was? Ich habe keine Ahnung.
Gut. Ah, sound of treasure. Und ein Feinschutz. Und jede Menge toller. Kruscht. Hab ich noch so viel Platz? Das sollte reichen, ne? Nope, that won't fit. Nope, okay. Um deren Waffe zu erlangen. Okay. Jawohl. Hi there. You left, didn't you? Okay, Passmodalität 140, getötete Monster 98%. Das heißt, insgesamt gab es 538 Hämmerchen. Super. Und eine Expedition abgeschlossen. Deine Suche haben Tage damit verbracht, durch die Berge geschmolzener Leichen zu stöbern, die in Korridor 9 zurückgelassen wurden. Im Fleisch konnten sie einen wahren Goldschatz sammeln. Die Expedition war bei einigen deiner Suche jedoch nicht gut angekommen. Die Leichen derer plündern, die auf solche groteske Weise verstorben sind, ohne Begräbnis, ohne Würdigung ihrer Leichen. Aber dann würde ihr Gold verschwendet werden. Und viel schrecklichere Typen würden ihre Leichen plündern, wenn Sturmfall es nicht täte. Okay. Was einmal hart Leichenschänden gab 2813 Gold. Ja, geil. Okay. Konvertierung abgeschlossen. Sobald die Abschöpfungskammer kalibriert war, schnallte Demetra dich an und begann mit dem Abschöpfungsvorgang. Als du aufwachst, fühlst du dich ein wenig geschwächt, aber der Beutel mit Gold, den Demetra dir schenkte, macht die ganze Tortur mehr als wett. Okay, 10.000 Gold. Wunderbar. So. Oh, sorry. My mind wanders like that. What did I have to say? Statt 5.000 Gold. Das heißt, ich habe jetzt 1.000 von diesen Punkten in 10.000 Gold umgewandelt. Das heißt 5.000 zu 50 und 100.000 zu 1 Million. Okay. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schaust du doch mal, was du hier so Nettes hast. Morgendliche Beinschützer. Aber das sind meine besser, ne? Gut, dann kannst du den mal reinpacken. So, die Diamanten auch. Und Edelsteinchens, jawohl. Greetings, my friend. Yeah. How may I help you? Da kannst du meinen Scheiß abnehmen. So wie immer. So, die ganzen Sachen hier. A fine item. Thank you very much. Kannst du verkaufen. So, was haben wir denn hier? Okay. Wildheit, Wildheit. The quality on this one is unmatched. Ausdauerpunkt. Bringt mir alles nix. Weiß er das auch nicht, was Ware? The quality on this one is unmatched. Frostschaden auf Angriffe. Frostschaden auf Zauber, okkulter Schar und Zauber. Angriffe erhalten 12% Schaden durch den letzten Zauber. Die Art des Schadens ist die gleiche wie der Schaden des letzten Zaubers. Zählen auch. Das ist aber ein Angriff und kein Zauber, ne? Nur mal so. Make a decision. I have other customers, you know. So, was kann das Ding hier? Hat Zähigkeit, Zerreißungsschaden. Kraftschilds und eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Das könntest du mal aufheben.
Gesamtwert aller Widerstände, das natürlich auch. Sehr mächtig. Ich glaube, die hebe ich mir auf. I have other customers, you know? So, was haben wir hier? Nee. Tell your friends, Mojave stand in the Palace District. Also, das könnten wir ja vielleicht sogar schon anziehen. Die beiden Ringe tue es mal rein. Ich muss gucken, was das überhaupt bedeutet. Mal schauen. Mal gucken. So, warte mal, das Ding. Kannst du auch noch verkaufen, ne? Das brauchst du auch nicht. Don't forget about me, Adventurer. Yes. So, was brauche ich? Das ist defensive, beziehungsweise. Genau. Unterstützung 3. Oder aber ich mache Frostschaden in Lebensdiebstahl. Da könnten wir es ja eigentlich so lassen. Probiere ich doch das mal. So, mal gucken, was bringt das hier? Auf jeden Fall ordentlich weniger Schaden. So viel. Aber dafür knapp ja, 3% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Und 0,7% weniger Crit Chance. Der Schaden, wie viel ist es weniger? Das wären 120, knapp 140 weniger, okay, müssen wir gucken. Ich probiere es einfach mal aus, aber es gibt da noch ein bisschen mehr Kraftschild, ne? Dann tut das Ding hier mal rein, heben wir auf. Und dann würde ich sagen, soll es das dann auch für die heutige Folge gewesen sein. Ja, hat sich doch gelohnt, war spannend, kriegt man hin. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann heute Abend bzw. morgen Abend im Stream. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin macht es gut und tschüss.